Ja, damit herzlich willkommen zurück hier zu Fiese Büstern Ferdi. So, wir wollen heute nicht unsere World Base weiterbauen. Die Welt habe ich übrigens schon fertig, denn ich habe hier noch eine Miner-Welt gebaut. Denn wir wollen heute einen kleinen Hoover-Miner bauen, der nichts anderes macht, als uns tonnenweise Ressourcen zu beschaffen. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Beschaffen. Ja, sagen wir beschaffen. So. Genau, ich habe hier schon mal ein paar Mining Wells vorbereitet. Ein paar Chunk Loader. Wir brauchen noch eine Transfer Node. Das Ding. Denn wir brauchen nämlich irgendwas, das Multiblock fähig ist. Und die Transfer Node kann das nun mal. Das war blöd. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Ender-O-Cable nehme, die würden nicht mit den Frames mitgehen, jetzt habe ich schon verraten, denn ich will das nämlich mit Funky Locomotion bauen. Transfer. Denn wir brauchen eine Menge Zeug. So, wir waren da. Für das, für Gold. Das kostet ein Bedrockium-Ding. Das 4 Transfer und ein Bedrockium. Triple und Quadruple. So viel Kobel habe ich nicht mal. Weil ich glaube, die normale wird zu langsam sein für 16 Mining Wells. Müssen wir im tonnenweise Speed Upgrades reinpacken. So, das. Dann brauchen wir noch das da. Das sind einfach nur haufenweise Speed Upgrades. Wahrscheinlich habe ich keine Redstone Blöcke mehr. Wahrscheinlich habe ich überhaupt keine Redstone mehr. Das wäre sie jetzt noch. Zumindest kein zerhacktes. So, mal 2 von dem. Falsches Ding. Was fehlt? Fehlt ein Redstone-Block. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ja. Der haben wir wieder mit Sprachfehler. 6. Genau. So, machen wir das da. Shift. Haben wir 3 von dem Ding. Brauchen aber nur 1. Glaube ich, ja, wir brauchen eins. First Dings der Boomster. Dann ab ins QED damit. Dann müssen wir jetzt mal köcheln hier drin. Weil ich habe nur einen QED Laser oder das Ding da heißt. Nein, das heißt nicht Laser beim QED. Laser ist beim BC, das heißt Enderflux Crystal, genau das Ding. So, und dann brauchen wir noch haufenweise Speed Upgrades. Ja, noch genau 3. Red Stone. So, er. Und keine Gold Nuggets mehr, ernsthaft. 2, 3, so. Was ist alles laut? Mensch. 1, 2, 3, 4. So. Das sollte reichen. Dann brauchen wir noch Energy Pipes. Energy Pipe, genau. Das Zeug. So 3 Sets oder was? So, flip. 24 sollte reichen. Wir brauchen eigentlich nur 16, aber okay aus. So, ich habe ME-Kabel, ich habe das Schienensystem gleich. Wie soll ich das mit hab? Wir müssen nur kurz auf die Transfer-Node warten. Und ein Tesseract kann ich jetzt gerade auch nicht verwenden, denn der steht im Nether. Kann man eigentlich kurz in den Nether schauen. Aber ich glaube, das ist voll im Gang, denn ich habe nämlich vom Buch zum Nether gemacht. Und hier steht unsere kleine Ender Quarry, die uns ein bisschen Ressourcen beschafft. Ja, ein bisschen was hat sie schon. Wie sind da Barrels? Wahrscheinlich ausgekommen beim Lag. So, wie weit ist denn das Ding schon? Ich bräuchte mir eigentlich den Tesseract, der da dran hängt. Aber ich glaube, da tue ich mich leichter, wenn ich das unten schaue. So, aber man sieht derweil noch nichts. Aber man kann ja schauen, weil Finish dürfte sie noch nicht reduzieren, nämlich noch volle Energie. Aber wisst ihr was, dann klaue ich mir einfach den Tesseract weg. Mit dem Wrench, der in meinem Golden Bag ist, ja. So, ein Wrench. Dann muss ich die Quarry Level pausieren und dann mache ich es nach der Aufnahme, lasse ich es dann weiterlaufen. Damit wir jetzt einen Tesseract haben. Der andere steht übrigens hier. So. Weiß übrigens gar nicht, ob wir genug Power haben, um das Ding zu powern. Mal schauen.
Wir brauchen die Hoover meiner Welt. Wollen Angel Block, wollte ich noch mitnehmen. Angel Block. Jetzt haben wir keine Fee. Boah, ich wollte es gerade noch sagen. Jetzt spontan kein Huhn finden, muss ich mich oben hochstecken. Schafe, aber keine Hühner. Bah. Eigentlich ist das grundsätzlich so, man findet immer das nicht, was man braucht. Kurz auf hühnerische Mission gehen. Ich finde das so awesome, dass man mit der Rüstung so schnell fliegen kann. Richtig awesome. Awesome. So. Awesome, so awesome. Schaut schlecht aus. Übrigens, bevor ich jetzt irgendwie hier weitermache, ich habe noch hier Deep Storage Units einfach angeschlossen, die das sinnvolle Zeug wegsortieren. Das muss ich dann noch zur Müllliste hinzufügen, egal. Weil das funktioniert so mal. Ah, da müssen sie ein bisschen Keenstone mitnehmen. Und ich sollte vielleicht die Frames noch bauen. Gehen wir mal Funky Locomotion, eine Range habe ich uns schon gebaut. Das heißt, wir brauchen jetzt noch massig Frames, weil Invo habe ich jetzt auch schon vorbereitet. Wie gesagt, hier und da bereite ich was vor, aber auch nur, weil ich Zeit gehabt habe, kurz. Eins, machen wir mal zwei Stacks. Ja, passt. Dann brauchen wir noch einen Frame Pusher. Das ist irgendein Maschinenframe. Okay. Sollen wir rechts sein? Frame Pusher. Noch bitte sagen, ich habe noch Enderium. Oh yes. Enderium. So, und dann brauchen wir noch einen Frame Slider. Der braucht ein Signal um Ingot. Das ging irgendwie in der Alloy Smeltery, genau. 10, 1, 3, 10, Red. Ein Silver. Und 3 Copper. Normalerweise muss man das irgendwie mit flüssigem Redstone machen, so wie ich es im Direwolf Pack automatisiert habe. Ist ein Schnitzel drin. Mag Schnitzel. So. Sollte uns jetzt ein paar Signalum Ingots geben, sollten glaube ich 3 sein. Boah, ist das langsam! What the fuck? Okay. Kurz hier durchsortieren. What the fuck ist das langsam? Lol, drauf liegst du. So, dann sollten wir aber alles haben. So. Dann könnte ich theoretisch hier gleich mir ein Interface krallen. Oh, ich hätte sogar noch 32 gehabt, ich habe nur 16 gecraftet, egal. Hier mir ein Interface krallen. Und das haben wir eh anschließen. Ein paar Cables. Sind da noch Channel frei? Da sind noch Channel frei. So mag ich das. Okay. Chaoswirtschaft, ich freue mich schon, wenn wir endlich unsere Void Base beziehen. Kann ich den Tesseract noch umstellen auf. Entschuldigung, meine Stimme ist dezent am Hintern, weil ich vorher gelivestreamt habe. So 4 Stunden. Receive only. Perfekt, so. So mag ich das. Signalum, wie weit ist das? 87, 88, 90, 91, 92. Boah, jetzt langsam. Ich brauche unbedingt mal einen Capacitor, der das beschleunigt. 4 Signalum jetzt. Wir brauchen genau ein Nugget. Ja, Slider. Oh nein, ich brauche noch einen Pusher. Also habe ich gar nicht gesehen, dass der einen Pusher dafür braucht. Gut, dass ich noch ein bisschen Enderium habe. Iron Ingot. So. Jetzt Enderium herstellen wäre unlustig. So. Wie viel Enderium haben wir eigentlich noch? Enderium. 6 Stück. Okay. Das sollte eigentlich alles sein. Dann brauchen wir noch einen Wireless Transmitter und Receiver, damit wir das von der Ferne auch aus- und einschalten können. Per Hebel. Weil Computerprogramm will ich jetzt nicht unbedingt entschreiben. Obsidian Sticks. So, das da. Sollten wir das auch haben. So. Dann brauche ich noch einen Timer.
Stone Bowl. Noch so ein Stückchen. Boah, ey, so geil. So, dann brauchen wir noch einen Timer. Timer. Genau, von Project Red. Oh nein, das ist wieder so ein Kackrezept. Oh, jetzt ist es lustig. Also einfach nur Stone geschmolzen, okay. Schmelze ich mal 16 oder so. Nein, boah. Dann nur 15. Soll mir recht sein. So. Wir brauchen das da. Oh, jetzt haben wir keine Redstone Torches. Oh. Und keine. Wir haben keine Sticks. Ja, fucking ernst. Jetzt geben sie mal das Holz aus. Passt auf. Sie können. Unbedingt mal das mit dem Hammer automatisieren, aber wie gesagt, ich mag das nicht hier automatisieren und dann in die neue Base umräumen, das zahlt sich überhaupt nicht aus. Denn wir wollen ja nicht ewig auf so einem hässlichen Strand mit einem Reaktor neben unserem Terminal stehen bleiben. Aha. Das brauche ich einmal. Das brauche ich dreimal. Okay. Dreimal. Wollte mir sagen, dass das hier schön ausschaut. Ja, das bleibt stehen, das nehme ich nicht mit. Aber alles, was da in dem Bereich ist, nehme ich alles mit. Inklusive dem da. Weil das schaut echt nicht an sehr anschaulich schön aus, weiß ich. So, dann brauche ich noch einen Redstone-Block. Aber ich kann mal das Schienenzeug. Übrigens, die Pearls kann ich wegpacken. Dann brauche ich noch einen Redstone-Block. Vielleicht habe ich genau um einen Redstone zu wenig. Ich meine, wieso auch nicht? So, Lucky Hammer. So, oft schon ein bisschen Redstone hämmern. Egal, das eine bleibt jetzt liegen. So, dann würde ich sagen, ab in die Miner-Welt. Das soll sich noch ausgehen in der Zeit. Hoffe ich. So, wir spawnen jetzt unterirdisch. Das ist aber eine Flat World, die leider Wolken hat. Das ist gerade so das Traurigste dran. Aber theoretisch, wenn wir hier so uns hochstacken auf die Höhe. Über die Baumkronen sollte das reichen, weil hier gibt es ja keine Berge, die uns im Weg sein könnten. Oh. So. Jetzt sind wir den ersten Frame-Block. Ah, stimmt, ich springe also auch durch die Boots. So, jetzt gehen wir da rauf. Mensch. So, bauen wir da ein bisschen mehr ab. Ma, das funktioniert ja super. Egal. So, mal kurz das da runterbauen. Ah, ganz toll. Was hat man eigentlich immer so volles Inventar moddet? Schrecklich. Oh, was ich jetzt nicht bedacht habe, was war das F9? Ja, F9. Genau, wir sind genau außerhalb von einem Chunk. Nein, wir sind genau an der Chunk-Kante. So. Die bauen das nicht so, sondern so. Gib mir den Frame. Genau, der Chunk ist genau 16. Oh. Das ist dezent dämlich. Ist halt so. Schaut dezent komisch aus, egal. Bäh. Soll ich manchmal so Lag Spikes? Ich habe keine Ahnung. So. Ist der kann da weg? Oder sollte weg? Kann ich die einfach wegrenchen? Das wäre jetzt toll. Was ist mein Wrench? Da. Natürlich nicht. Oh, wäre auch zu einfach. Muss die langsam zu brechen. What the fuck? Lol. Hast du schon geglaubt, ich hab's kaputt gemacht? Das wäre es jetzt noch gewesen. Oh, dann bleiben die halt so. So, dann brauchen die hier hinter. Oh, dann brauchen die hier hinter die Energy Pipes. So. So.
Irgendwie nervt mich das nicht gleich, aber egal. Kann ich nachher immer noch umändern. So, dann... Jetzt ich keine Säge mit, oder? Wisst ihr was? Dann mache ich doch vorher noch Schluss. Und sag hier an der Stelle... F9 vielleicht noch weg. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Ciao!